Nein, 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 nein. Wow, 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 wow. Dicht machen, dicht machen, dicht machen. Boah, wow. Alter, war es krass. Das war so verdammt knapp. Yo, Leute, hey ho Minecraft-Freunde und willkommen hier zurück zum Mega-Projekt. Ja, seitdem wir ja nun bei der letzten Folge noch zum Ende hin die Magic Building Blocks geschaffen haben und noch bei der letzten Folge gestorben sind, können wir nun hier weitermachen. Heute möchte ich aber mal etwas mehr, sag ich mal, hier das Haus erweitern, sprich die Wände, wie schon mal erwähnt. Und Zuckerrohr, ich kann mal wieder hier schön auf eine Runde Zuckerrohr farmen gehen. So, erstmal hier natürlich wieder, zack, das ist so wunderbar wirklich, wenn man hier einfach mal unendlich viel, oh, auf jeden Fall genug Zuckerrohr hat für Bücher. Ich weiß noch, anfangs völlig verzweifelt war ich da, ja, ach Gott, wo finde ich denn jetzt nur diese blöden Zuckerrohre? Ich habe hier nur so wenig, aber mittlerweile hier, das hat sich wirklich eingelaufen, sag ich mal. Und da kann man nicht meckern. So. Und ich habe gehört, es stand auf jeden Fall in den Kommentaren, dass ich mal auch den Zuckerrohr auf Sand platzieren soll. Eventuell stand da drunter, soll er auch dann schneller wachsen. Ob das stimmt, ich weiß es nicht ganz. Ich weiß es nicht. Kann ich gerne mal machen. Zack, huch. So, hier, da. Und bevor ich wieder sterbe. Und ja, geil, hier haben wir auch nochmal die Möglichkeit. Bevor ich sterbe und dann das komplette Zuckerrohr verloren geht. Oh ne, wir wollen ja eh erstmal im Haus weitermachen. Ich war gerade noch auf Höhlentour eingestellt, weil ich mich eben vor der Folge entschieden habe, was mache ich denn heute mal? Höhlentour oder doch lieber Hausbau? Und da habe ich mir gesagt, ne, das Haus muss auch mal weitergehen. Es muss ja auch mal was gemacht werden. Da mache ich lieber hier im Haus weiter. Und ja, schauen wir einfach mal, wie das Ganze wird. Ich meine, ich habe ja mal mindestens eine halbe Folge lang Marble gefarmt. Da haben wir auf jeden Fall genug. So, und dann mache ich hier mal die Wände damit etwas höher. Erstmal würde ich vorschlagen, so, komme ich runter? Nein. Dann mache ich das auf die ultra kluge Taktik hier, die bestimmt noch niemand von euch angewandt hat in Minecraft. Nämlich so immer auf den Ecken, oh, das war falsch. Nämlich immer hier auf den Ecken gehen und dann einfach hier, ich sage mal, so weit sich hochbauen, dass man halt noch immer runterkommt und dann hier einfach nur so lang schlendern muss, und dann die Blöcke einfach übereinander platzieren kann. Das geht viel, viel schneller und ich brauche natürlich auch wieder Nahrung. Leider, ich hatte ja meine Nahrung mir gerade schön erfarmt und dann kam die Lava, oder sprich das Lavaloch, und ich habe da ja auch eine Zeitlupe reingemacht und es war wirklich irgendwie entweder ein Mini-Server-Lag oder es ging einfach nur alles verdammt, verdammt schnell. Denn man hat ja wirklich gesehen, ich habe den Block abgebaut und war schon in der Lava drin, obwohl das irgendwie im ersten Moment doch nicht verschwunden war, keine Ahnung, war echt komisch. Na gut, bin ich halt zweimal in zwei Folgen hintereinander gestorben, zweimal, kommt vor, like Gomme, sage ich dazu nur. Aber das ist auch nicht der Weltuntergang, möchte ich mal beiseite erwähnen. Ich finde auch, dass wir auf jeden Fall mal, und jetzt liegt der Nitro da unten. Ach, da komme ich nicht ran, oh nein. Was mache ich da mal? Ich komme doch da nicht richtig ran, warte. So, jetzt aber. Immer noch nicht, jetzt, perfekto. So, und dann hier auch noch, dann bin ich schon einmal komplett rum. Und ich habe ja mich damals einmal so nicht beschwert, aber ich habe einmal damals ja erwähnt, ich packe das einfach mal dahin, dass mein Grundstück ja eigentlich recht klein ist. Aber ganz ehrlich, Leute, ich habe keine Nahrung, gar nichts. Ganz ehrlich, Leute, wir haben eigentlich mit der Fläche da vorne ein recht schönes Grundstück. Da kann man sich nicht beschweren. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch gerne mir eine Videoantwort schicken mit euren Hausbauvorschlägen, meinetwegen. Ich kann ja immer mal wieder hier am Haus, bestimmte Sachen verändern. Wenn da coole Sachen reinkommen. Ich meine, ich habe für die Brücken, für die Brücke, die hier später noch rüberkommt, auch schon einen coolen Vorschlag erhalten. Den ich auch schon recht cool fand. Und da kann man auf jeden Fall sich von leiten lassen. Sprich, da könnt ihr gerne auch sowas machen. Okay, das ist die wertvollen Kiste. Hier habe ich vielleicht noch irgendwas. Nein, hier habe ich auch nur blaue Wolle noch drin. Aber auch nicht den Vulkangestein. Wirklich schade. Muss ich dann wohl doch auf Farming-Tour gehen? Oder wie wollen wir das machen hier mit dem Haus? Habe ich noch Scheiben?
Nein, anscheinend nicht. Boah, das ist gerade recht schwer. Ah, ich habe noch wohl Basaltstone, Cobblestone, das kann ich hier mal reinlegen. Kohle habe ich auch nicht mehr. Ich muss wirklich bald wieder farmen gehen. Aber erst bald. Noch nicht, erst bald. Und ich schaue mir das mal von der Seite an. Wie denn das komplette Haus denn nun so in etwa aussieht von der Grundstruktur her. Okay, na klar, hier kommen noch Scheiben rein und so. Hier kommt die Brücke rüber. Ich finde das gar nicht schlecht. Da kann man eventuell noch einen Balkon irgendwie bauen. Dann, ich muss es mir gerade mal bildlich vorstellen. Man könnte natürlich auch irgendwie eine Etage so machen, dann beult sich das zur Seite irgendwie aus. Nee, aber das sieht auch irgendwie komisch aus, glaube ich dann. Das sieht dann auch irgendwie verdammt komisch aus. Ich meine, ich möchte auch kein Rechteck da auch oben rauf pflanzen. Ich muss gerade kommen. Werde kreativ, komme. Ach Mann, oh Mann, oh Mann, wie mache ich denn hier mal weiter? Oder nach innen irgendwie? Schwierig. Wirklich verdammt schwierig. Aber ich finde die so eine eckige und etwas, nicht so eine viereckige Figur vom Haus recht schön. Damit kann man auf jeden Fall was Schönes noch bauen, errichten. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal den Sichtschutz damit errichtet. Und ich würde vorschlagen, ich warte da auch an der Stelle einfach eure Vorschläge mal ab, was da denn so reinkommt. Denn dann kann ich eventuell, wenn ich da wirklich geile Vorschläge von euch erhalte, und ich habe ja doch zum Glück noch Kohle. Wenn ich da richtig geile Vorschläge von euch erhalte, dann kann ich damit natürlich auch noch arbeiten. Und wenn ich hier schon 5 Wände hochgezogen habe, also nochmal 5 Schichten oben rauf, dann kann ich das natürlich auch nur recht schwer im Nachhinein noch verändern. So. Eisen, komm her, mein Freund. Holz habe ich in einer anderen Kiste. Die habe ich, glaube ich, hier. Ja, nee, doch nicht. Hier vielleicht. Ah, hier habe ich's. So, und die Umfrage hat ergeben im Forum, ich habe ja gefragt, soll ich denn das immer überspringen, wenn da irgendwelche unnötigen Rezepte kommen oder nicht? Dann habt es kam bei raus, nicht überspringen, komm, mach die Rezepte fertig. Okay Leute, okay, mache ich gerne für euch. Wenn ich aber wirklich mal an irgendeiner Stelle nicht richtig gut weiterkomme, dann müsst ihr da auch Rücksicht nehmen, dann werde ich einfach mal ab und zu da mal ein Rezept überspringen. So, was fehlt mir denn noch? Ich mache mir noch mal eine Spitzhacke, würde ich vorschlagen. Ein Eisenschwert hält eigentlich immer recht lange. Eine Schaufel kann man sich auch mal gönnen. Und eine Axt auch, meine ich. Und da ich hoffentlich eh genug Eisen finden werde, kann ich mir auch mal eben Brustpanzer machen. Schuhe oder so mache ich mir mal nicht, weil ich meine Schuhe, habe ich gehört, bringen einem eh nicht so verdammt viel. So, das kommt hier alles mal rein. Ich nehme etwas Holz mit. So. Ach komm, nehme ich in 30 Stücke mit. Das dürfte reichen. Und sonst noch irgendwas mitnehmen. Ich würde vorschlagen, das reicht für den Anfang. Tiere finden wir unterwegs. Da es gerade dunkel wird und ich gerne bei Tag losschlendern möchte, schlage ich einfach mal vor, dass wir das nochmal eben abwarten und eventuell nochmal ein kleines Rezept beginnen. Wir können ja mal schauen, was wir da so bekommen. Obwohl ich denke, dass wir wirklich wieder Transmutation oder irgendwas anderes in der Richtung erhalten werden. Weil wir ja momentan, oh, uns fehlt halt für Transmutation momentan richtig viel. Und es wiederholte sich halt schon wirklich momentan richtig oft. So, was packe ich da mal rein? Refined Iron kann ich ja mal ausprobieren. Was da denn mal Schönes bei rumkommt. Da kommt schon was. Ich werde wieder vor, ich rate, Iron Transmutation. Wetten. Ja, war klar. War klar. Okay, Leute, das bedeutet für uns, wir warten erstmal. Wir müssen nochmal farmen gehen. Ich lege mich gleich schlafen. Tree Tap nehme ich mal lieber mit. Wer weiß, ob ich noch einen Rubber Tree finde. Und die, ja, Saphir-Spitzhacke lasse ich hier. So, der schöne Zaubertisch, den erkläre ich euch mal in einer anderen Folge. Und nehme ich sonst noch was mit? Erde kann ich mitnehmen zum Hochbauen. Oh, den ganzen Marble lasse ich natürlich mal hier.
Und ich kann eigentlich mal schlafen gehen. Nein, Luke ist drauf. Ah, verdammt. Also nicht, nein, oh Gott, Luke ist gerade gejoint. Sondern eher so, ach, ich wollte gerade schlafen. Luke, schlafen. Mal schauen, ob er gerade dazu fähig ist. Was mache ich denn jetzt mal? Irgendwas wollte ich gerade machen. Er hat kein Bett. Oh, das gibt's doch nicht. Okay, okay, er ist geleftet. Schnell schlafen legen, schnell ins Bett. Er war nett hier. Dankeschön, Luke. Komm, 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 bevor er wieder joint. Schnell, 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 hopp, ja. Perfekt, okay. Dann können wir auch schon, nachdem ich das Fleisch mitgenommen habe, auf Erkundungstour gehen. Und dann schauen wir einfach mal, was wir so in der weiten Welt finden. Ich würde vorschlagen, wir nehmen den Weg durch den Dschungel, da wir dort ja auch recht wenig waren und was. Da oben wurde auch schon etwas Interessantes gebaut. Aha. Interessant, interessant. Und in die Richtung hier bin ich eigentlich erst einmal gelaufen, damals mit Simon, aber sonst noch gar nicht. Und insofern können wir hier hoffentlich noch irgendwelche coolen und spannenden Sachen finden. Das wäre natürlich schon der Hammer. Kakaobohnen, ich weiß nicht, nee, komm, die lasse ich mal hier liegen. Obwohl, warte mal, was haben die so drauf? Nehme ich die doch mal mit, ich meine, man braucht hier fürs Verzaubern doch alle möglichen Sachen. Bei allen möglichen Sachen auch so viele verschiedene Elemente. Oder wie es richtig heißt, ich sage immer Elemente hier zu den Sachen, also zu den Effekten von den Kakaobohnen jetzt meinetwegen. Wenn ich hier mit Shift drauf gehe, Achtung, bam, kommt da ja so ein Blatt und so ein Knochen. Danke. Okay, und dann gehe ich mal in die Richtung weiter, ab durch den Dschungel hier. Und schauen wir doch einfach mal, was wir da so finden. Ich hoffe, wir finden eine schön große Höhle mit einer mega, mega Schlucht. Da haben wir einen Zombie. Guten Tag, Zombie. Kühe wären natürlich auch sehr, sehr geil, weil Kühe natürlich auch Leder spenden. Na gut, hier haben wir schon mal ein Schwein. Ist auch schon mal ein Anfang, sag ich mal. Danke für das Fleisch und für die Erfahrungsfläschchen, genau. Punkte natürlich. Hat mir natürlich auch richtig weitergeholfen. Und dann schauen wir einfach mal, was wir hier noch so finden. Kakaobohnen, komm, lass ich die mal da. So wertvoll sind die eh nicht, wenn ich mal wirklich Kakaobohnen brauche. Weiß ich ja, wo ich welche finde. Hier im Dschungel. Und ja, schauen wir einfach mal, wo sich unser Weg, oder wo wir hier hinkommen. Ich bin ehrlich gesagt etwas gespannt, wo wir rauskommen. Okay, hier haben wir einen Riesenteich. Wow, aua. Hier haben wir schon mal einen Riesenteich. Fünf Fleisch, fünf gebratenes Fleisch haben wir noch auf Tasche. Das reicht etwas. Für einen Anfang auf jeden Fall. Und schauen wir mal, da vorne haben wir eine Wüste. In der Wüste waren wir noch nie, meine ich. Und da können wir, oh, da vorne haben wir ein Schneegebiet, haben wir, ja, ich habe eine Schaufel dabei. Dann nehme ich doch glatt mir mal da, und da hole ich mir doch glatt mal ein paar Schneebälle. So, hier, Blaze, wie heißen die Teile? Lohnstaub, habe ich mir auch mal gegönnt. Ich meine, braucht man auch, oh, oh, Bambus, hier gleich so eine Viererstange, geil. Nehme ich auch mit, hier euch auch, dankeschön. Und dann gehe ich ab in das Schneegebiet und was wurde denn da hinten für einen Turm errichtet? Oder eher gesagt gespawnt. Eigenartig. So, hier die ganzen Item-Frames, meine Güte. So, Schneebälle, Schneebälle ohne Ende. Leider kann man die immer nur so 16-fach stacken. Ich nehme mal noch etwas mehr mit. Ich nehme mal 4 Stacks davon mit. So, ich hoffe mal, habe ich sie voll? Noch nicht ganz. Jetzt aber. Jawohl. Okay, 4 Stacks Schnee schon mal. Was haben die so drauf? Okay, Schnee. Oh! Damit kann ich mir, glaube ich, so einen Schneezauberstab hoffentlich später mal craften. Dafür brauchen wir das auf jeden Fall. Und was haben wir da für einen komischen Turm? Nanu! Hat sich ja wirklich mal gelohnt, dass ich hier hin bin. Und da ist auch so. Aha. Hier haben wir so wieder so Lohnstaubblüten. Auch sehr nett. Und schaffe ich den Sprung? Ja, ich schaffe ihn. Sehr schön. Hier haben wir Spawner. Oh, oh, oh. Ich möchte nicht verbrennen. Das ist natürlich. Das ist dann etwas kacke. So. Oh, die wurde noch nicht geleert, die Truhe. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Was haben wir denn hier? Eine Schaufel, Eier, Knochen und Samen. Oh, der Eimer. Der ist vielleicht noch nützlich für später. Kann man sich hier noch runterbauen? Hier kommt doch 100 pro auch noch etwas. Oder auch nicht. Ich höre auch gar keine Zombies. Insofern ist da wahrscheinlich auch gar nichts mehr.
So, Hunde, sprich Wölfe. Ich könnte euch beschwören, aber mache ich mal nicht. Denn Hunde bringen mir auch wieder mal wiederum nicht so viel, sag ich mal. Ich hatte ja schon reichlich Hunde hier bei dem Projekt. Leider sind alle gestorben. Hust. Also ich bin doch momentan hier beim Mega-Projekt nicht so der beste Hundehalter. Und hier kommen wir mitten auf dem Ozean. Naja, was heißt Ozean hier? Dieses wenige Gebiet. Da kann man sich auch mal schön ein Stück Fleisch gönnen. Also da vorne möchte ich gar nicht erst hin. Da finden wir eh höchstens irgendwie einen Kessel oder so. Das lohnt nicht. Und was haben wir da für ein Steingebirge? Ich wollte eigentlich in eine Höhle rein. Wir sind jetzt schon bestimmt seit 9 Minuten hier unterwegs, aber haben immer noch keine verdammte Höhle gefunden. Vielleicht schau... Oh. Aha. Guten Tag. Alter, hier haben wir viele Spawner. Skelett-Spawner. Haben wir hier irgendwo eine Truhe? Auf jeden Fall kriegen wir dafür schon mal schön viele Levelpunkte wieder. Okay, anscheinend war hier keine Truhe. Entweder war hier jemand schon mal oder da war einfach keine Truhe. Kommt ja auch mal vor. So, und dann schauen wir einfach mal, ob wir hier in dem Gebiet, in dem recht flachen Gebiet, was finden. Oh, hallo. Okay, hier haben wir... Oh, nee. Ich kann hier den Amber mal mitnehmen. Aber viel mehr finden wir hier anscheinend schon wieder gar nicht. Alter, das ist doch... Das war eine Mini-Höhle. Das ist doch eine Verarsche. Kohle nehme ich mal wieder gerne mit. Kohle kann man wirklich immer gut gebrauchen, weil die halt wirklich für die Magie sehr nützlich ist, aber nicht nur für die Magie. Okay. Wenn wir mal an die Industrie denken, da hat man ja die Möglichkeit, Energie mit dem Reaktor zu bekommen, mit Wasserkraft, mit allen möglichen Mitteln. Hier haben wir momentan, oder jedenfalls beim Zaubern, finde ich, ist Kohle die beste Möglichkeit, um coole Sachen zu erhalten, weil auf Kohle halt auch Feuer drauf ist. Und ich auf jeden Fall den Rent auf Feuer haben möchte, weil man damit, ihr kennt den wahrscheinlich eh schon, damit kann man diesen richtig geilen Feuersturm verursachen. Damit kann ich richtig weit Feuer sprühen und das ist natürlich schon unglaublich heftig, wenn ich den erstmal habe. Aber dafür fehlt mir noch eine Menge Leder und dafür brauche ich noch eine Menge Kühe, damit ich diese blöden Basic Transmutation Rezepte endlich mal wegbekomme. Hier haben wir Kupfer, Dankeschön. Haben wir hier denn endlich mal eine kleine Höhle? Oh, eine große bitte. Amber mal wieder nur. Aha, die Höhle, die könnte was sein. Die sieht gut aus. Die sieht schlecht aus. Oder kommt man hier noch irgendwo hin? Nee, anscheinend nicht. Ach Mann, ey. Geh ich mal wieder hier raus. Ich meine, ihr seht ja wahrscheinlich gerade eh nur schwarz. Weil ich auch gar keine Fackeln gerade dabei habe. Tja, Pech. So, ich sehe Licht am Ende des Tunnels. Raus hier. So schnell wie nur möglich. Wow. So. Und was mache ich jetzt? Den Amber da oben hole ich mir mal nicht. Den brauche ich eher weniger. Davon nicht. Nee, ich komme ja von hier. Ich habe das Gefühl, ich bin gerade ein Stückchen im Kreis gelaufen. Ich habe gerade einen kleinen Bogen gemacht. Dann überqueren wir doch, würde ich vorschlagen, einfach mal ganz schnell hier, ganz gediegen den Ozean, den kleinen Teich hier, ja, aber den kleinen Teich ist das auch nicht mehr, den kleinen See hier und schauen mal, was uns da auf der anderen Seite erwartet. Da oben haben wir Nikolite und Kohle, aber so wertvoll ist mir die Kohle dann auch wieder nicht, dass ich dann groß nach da oben gehe. Und ja, schauen wir einfach mal, was wir hier so finden. Wasser nehme ich mal mit. Falls ich mal wieder in Lava irgendwie falle oder Mist auf mysteriöse Weise irgendwie wieder mit Brennen anfangen würde, da habe ich immer den Wassereimer dabei und kann mich im Notfall, wenn ich schnell genug bin, löschen. Aloha, guten Tag. Wie geht's denn so, Skelett? Hast du einen Knochen für mich? Hat er einen Apfel für mich? Nee, eine Minium-Scherbe, okay. Hier haben wir anscheinend eine schöne Höhle gefunden. Unter anderem mit Marble, aber auch mit einer Menge Eisen. Krasser Scheiß. Mal ein Foto hiervon machen. Kohle, Eisen. Hier haben wir ja alles. Alter, da, guck deswegen. Ah! Oh, Scheiße. Ich dachte gerade, es ist wieder vorbei mit mir. Ich dachte gerade ehrlich, es ist wieder mal vorbei mit mir. Und ich habe mal wieder umsonst die weite Reise auf mich genommen. Boah, tut mir leid, dass ich euch da wahrscheinlich so erschreckt habe hier. Und so stark übersteuert habe. Gott. Meine Güte. Von wo kam der denn? Da dreht man sich mal einmal nicht um und schon steht so ein blöder Creeper dahinter einem. Das ist echt der Hammer.
Das ist der absolute Hammer, sage ich euch. Mann. Da bin ich mal in Ruhe am Eisenfarm und dann kommt da ein Creeper an. Krasser Scheiß, ey. Mann. Kohle mitnehmen. Ich müsste auch mittlerweile richtig viel Kohle da haben. Aber wie gesagt, das macht ja nichts. Das macht echt überhaupt nichts. Und kann ich rein theoretisch... Nee, ach ja, ich habe die Saphir-Spitzhacke ja gar nicht dabei. Stimmt ja. Oder? Nee, habe ich nicht dabei. Und cool! Ich habe eine Lohnroute. Perfekt. Nicht nur Lohnstaub, auch noch eine Lohnroute. Geil. Und hier eine anscheinend unendliche Kohlequelle. Nicht wie eine Alpha, wo man noch schön begrenzt Kohle hatte und da wirklich sich richtig stark über Kohle gefreut hat. Nein, hier mittlerweile hat man wirklich so verdammt viel Kohle. Ich frage mich auch, wieso. Wieso gibt es mittlerweile so viel Kohle? Weil es benötigt wird für viele Maschinen, weil viel mehr hinzugekommen ist. Wofür? Was meint ihr? Könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Bestimmt für irgendwelche Rezepte oder weil man halt allgemein mehr Erze findet und dafür mehr Kohle braucht zum Einschmelzen. Frage ich mich gerade wirklich mal. Das wäre ja mal interessant zu wissen, sage ich mal so. Und hier haben wir auch eine schöne Höhle gefunden mit... Okay, Kohle nehme ich jetzt mal ehrlich gesagt dann nicht mit. Da lieber... Oh, geil. Schatz. Aber das ruft ja auch nach Monstern, sage ich euch. Zack. Dankeschön. Dann Kupfer mitnehmen. Okay, Alter, haben wir hier eine epische Marble-Höhle mit dem Skelett da unten. Guten Tag, Skelett. Wow, Alter. Blöd. Wow. Und da sind noch drei Skelette. Und da ist noch ein Skelett. Vier Skelette hier in ein und derselben Höhle. Und die Skelette sind recht stark. Ich möchte hier nicht, ehrlich gesagt, sterben. Nein. Wow. Dicht machen. Wow. Alter, war es krass. Das war so verdammt knapp. Das war so verdammt knapp. Alter, war. Ich hatte nur noch ein halbes Leben. Und ich wusste gar nicht, wohin. Okay. Ich befreie mich. Ich versuche mich mal hier etwas zu befreien. Vielleicht finden wir hier noch irgendwas Schönes. Boah, krass. Erschrecken die Skelette mich da einfach mal so hart. Am besten kommt gleich noch ein Creeper und es ist wieder vorbei mit mir. Meine Güte. Schnell Stäbe machen. Ich brauche Fackeln für euch und für mich, damit hier keine Monster mehr spawnen. Oh, Spinne. Ah, oh, wow, die Monster wollen mich doch heute trollen. Wo sind die Fackeln? Hier sind Fackeln. Boah. Alter Schwede, das ging ja schon mal wieder gut ab hier. Junge. Mann. Ich fühle mich gerade hier wirklich leicht getrollt von den ganzen Monstern hier, die mich töten wollen. Boah. Wo kommen die plötzlich alle her? Ich bin hier doch nur am Eisen abbauen. Okay, und auch noch ein paar... Shards, aber mehr doch auch nicht. Und hier sind ein paar Rubine. Lasst mich doch in Ruhe. Kommen die aus allen Ecken. Skelette von allen Seiten. Spinnen, da ist schon wieder ein Skelett. Spinnen. Von oben, okay, hier ist ein Skelett. Das muss ich töten. Guten Tag. Oh, wir haben hier... Ich habe schon so viele Shards nicht mitgehen lassen, weil ich hier einfach immer durchlaufe. So, und zum Glück habe ich mir einen Brustpanzer gemacht. So, ich nehme einfach jetzt mal die Shards mit. Es bringt nichts, wenn ich immer nur dran vorbeilaufe. Ich nehme die jetzt mit. Die sind jetzt gebongt. Die sind jetzt im Wagen. Gekauft ist gekauft. Und ich habe hier zum Glück anscheinend eine schöne Höhle da gefunden. Mit einer Menge Rohstoffen. Boah, hier vorne haben wir nochmal ein Skelett. Okay. Tin, ich weiß nicht. Soll ich das auch nochmal mitnehmen? Komm, nehme ich mit. Nehme ich mit hier. Und dann gehe ich gleich nochmal natürlich die ganzen Shards holen, die ich eben da liegen oder an der Wand stecken lassen habe. So, was haben wir hier? Das lasse ich nämlich auch mal mit. Was lasse ich dafür hier liegen? Schwierige Entscheidung.
Na, ich würde vorschlagen, ich lasse hier dafür die Fledermaus. Okay, erschreck mich nicht, Fledermaus, erschreck mich nicht. Ich lasse hier die... Ja, ich kann mich nicht entscheiden. Ich lasse die Stäbe hier. Dann nehme ich lieber das hier mit. Und Amber natürlich auch. So, dankeschön. Und dann geht es hier weiter. Da oben haben wir noch jede Menge Eisen, das ich mir natürlich hole. Hier haben wir Kupfer mal wieder. Das übrigens auch sehr wertvoll ist. Warum sage ich immer wertvoll? Wertvoll, genau, wertvoll. Voll peaceful, voll wertvoll statt wertvoll. Sehr nice. So viel Eisen. Geil. Ein wahrer Traum. Danke. Dann gehe ich mal wieder hier rechts. Da war noch irgendwo in der Seite, glaube ich, Eisen. Hier waren, meine ich, noch irgendwo. Und hier haben wir Uran. Oder? Nee, das sind nochmal Rubine. Die ich auch gerne mitnehmen möchte. Och Gott. Ja, schwierige Entscheidung. Lasse ich hier die Pfeile. Da gibt es später viel bessere Waffen. Ich meine, Pfeile kann ich vielleicht nur mal für irgendwelche Verzauberungssachen verwenden. Aber Pfeile findet man eh genug. So wertvoll sind die nicht. Wisst ihr, denke ich, aber auch selber. Ich habe mich echt... Ich hätte mir einen Rucksack machen können. Aber ich habe mich ja damals wirklich gewundert, in der letzten Folge, warum in meinen Rucksack nur die Schienen passten. War für mich recht verwunderlich. Denn ich dachte, in den Rucksack kann ich alles reinpacken. Aber anscheinend ja nicht. Und ich höre hier irgendwo einen Zombie. Und das ist nicht gut. So, Schatz, guten Tag. Schon wieder die... Tree-Tap lasse ich hier. Die ist auch nicht wertvoll. Oh, Spinne. Von wo? Wo bist du? Komm doch her, ich habe ein Schwert für dich. Ich habe eine scharfe Schwertklinge für dich. Ich habe eine richtig scharfe Schwertklinge für dich. Eine richtig scharfe, lass mich. Mach mir doch keine Angst. Und kann ich noch Kohle mitnehmen? Ah, anscheinend schon. Oder sind die Stacks schon voll? Nein, sind sie nicht. Okay. Hier oben haben wir auch noch was. Dankeschön. Kohle ohne Ende. Wie viel passt da noch rein? Okay. Noch, wenn ich noch 14 Stücke. Das heißt, nach der Quelle hier, denke ich, haben wir genug Kohle erstmal. Dann baue ich gar keine Kohle mehr ab. Und Kupfer habe ich dann auch erstmal hoffentlich reichlich. Wie viel Kupfer habe ich schon? Ach, S15, okay. Ich dachte schon viel mehr. Alter, was haben wir hier für eine Kupferquelle? Verdammt geil. Und die Spinnen kommen anscheinend näher. Verdammt näher. Die sind hier irgendwo in der Umgebung von mir. Oder irgendwie unter mir. Wahrscheinlich auch irgendwie ein Spawner. Das könnte ich mir hier auch recht gut vorstellen. Stack ist noch nicht ganz voll. 3 Stücke noch. Bam. Und schon wieder Level 20. Boah, krass. Richtig krass. Und ich hätte meine Spitzhacke verzaubern müssen. Vergesse ich immer. Naja, gut. Kommt auch mal vor. Macht aber auch nichts. Ist kein Weltuntergang, denke ich mal. Haben wir hier noch irgendwo richtig geile Items? So richtig, richtig geile. Ich bin gerade... Oh, ich bin gerade nur so konzentriert auf die Geräusche von den Monstern. Oh, der hat mir ein Stück Eisen hier gelassen. Eisenbahn, geil. Oh, komm. Und hier haben wir anscheinend... Ich verwechsel immer Uran mit den Rubinen. Und ich esse mal eben meinen Happen, fällt mir auf. Was haben wir hier? Ah, kein Uran, schade. Oh, was ist denn das hier für eine Höhle? Boah, voll geil. Oh, nice. Epische Höhle. Epische Höhle. Minenschacht, Lava. So ein mega Vorraum. Die Rohstoffquelle schlechthin, ehrlich. Das ist ja mal geil. Das ist ja mal mega geil hier. Das ist ja mal extrem geil. Erde brauche ich nicht, die lasse ich hier so. Was ist das überhaupt? Lapislazuli, die brauche ich ja. Ah, endlich.
Lapis Lazuli ist nämlich sehr wichtig für die ganzen Basic Transmutation Rezepte. Sehr, sehr geil, dass ich das gerade gefunden habe. Damit gehe ich auf jeden Fall schon mal einen großen Schritt in die richtige Richtung und das war gerade natürlich wieder gut gelöst. Alter, habe ich viel Eisen hier schon. Ich habe so viel Eisen, glaube ich. Es reicht mittlerweile mal. Ich habe ein Stack, okay, ich habe nicht mal ein Stack Eisen, okay, so viel dann doch wieder nicht. Och Mann, ich dachte viel mehr. So, Schatz. Was lasse ich hier? Die Samen. Okay, Rubine wieder. Ach, ein Traum, wirklich. In so einer Höhle macht Farmen Spaß. Wenn man dann aber wieder stirbt, dann ist das sehr ärgerlich. Und Gold ist auch für mich sehr wichtig. Da lasse ich. Ich habe Zuckerrohr wirklich genug. Ich habe so viel jetzt mittlerweile. Ich brauche kein Zuckerrohr mehr. Redstone, geil. Aha, Lava. Noch mehr Schatz. Ich möchte mal Smaragde sagen. Bin ich irgendwie voll gewöhnt. Ah! Wow. Skelett. Nerv nicht. Nerv mich nicht. In die Lava mit dir. In die Lava. Mit der Hand in die Lava. Ja, perfekt. Dankeschön. Oh, geil, Mann. Ich kann die ganzen Rohstoffe so wunderbar für das ganze Verzaubern nutzen. Was habe ich hier oben noch? Gar nichts. Tin kann ich, glaube ich, auch noch mitnehmen. Wie viel habe ich? Tin. 8 Stück erstmal. Das ist doch Verschwendung, wenn ich das nicht fülle. Dann nehme ich natürlich nochmal hier Tin mit. Ist ja gar keine Frage. Muss er sein. Okay. Redstone nehme ich auch mit. Dafür lasse ich... Das ist mir besonders wichtig. Dafür lasse ich Cobblestone hier. Was habe ich hier gefunden? Was ist das? Knochen brauche ich nicht. Schwefel! Ulala! Geil, und schon wieder eine kleine Höhle. Also ich möchte nichts sagen, aber die Höhle hier ist verdammt geil. Und, oh, perfekt. Lapis. Ich hab's geahnt. Ich lerne dazu, Leute. Bei solchen Blöcken, die man immer unten abbauen muss, ne? Genau solche Blöcke hier, die sind so verdammt böse. So verdammt böse sind die Blöcke. Na, Schwimmgomme, komm. Das schaff ich. Puh. Na gut, Nikolite brauche ich nicht. Erstmal. Schwefel nehme ich dann doch lieber mit. Alter, wie viel Schwefel man dann aber auch findet. Geil. Oh, das war falsch. Da ist die Lava, das heißt, hier kann ich nicht abbauen. Na gut, kann ich doch. Ich flute einfach mal eben, zack. Baue ich hier weiter ab. Schwefel braucht man bestimmt auch, oh, später für irgendwelche Experimente. Keine Ahnung wofür, aber auch. Na toll. Oh, geil, so viel Lava. So ein richtig schönes Lavabecken. Genauso wie man das möchte. Und richtig schön viele Rohstoffe. Ein richtiger Traum, ehrlich. Na gut, Leute, da sind wir aber auch am Ende von dieser Folge angelangt. Ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Und dann machen wir in der nächsten Folge genau hier weiter. Also, dann haut rein und tschö mit Ö. Hey ho, Minecraft-Freunde, und willkommen hier zurück zum Mega-Projekt. Wir sind hier in der Höhle stehen geblieben, wo wir gerade hier am Schwefel abbauen waren und immer noch bei diesem Mega-Lava-Teich hier sind. Das ist so unglaublich, was das für ein heftiger Lava oder was für eine allgemein heftige Höhle wir hier gefunden haben. Ein richtiger Traum, eine richtige Entschädigung für die ganzen Strapazen, die wir erleiden mussten. Oder eher ich, aber ihr auch eigentlich. Als ich gestorben bin. Redstone, die Hälfte verbrennt mal wieder. Genau so ist richtig. Nicht anders, nur so geht das. Wenn die Hälfte verbrennt. Ich höre wieder einen Zombie. Aber der ist mir gerade sowas von egal. Solange kein Creeper irgendwie mich in die Luft jagt, ist mir das... Oh, da oben haben wir... Ich bin so schadgeil und dann noch mehr. Oh, das hat sich gelohnt. Und hier ist auch der Zombie, den wir gehört haben. Hallo Zombie! Na, wie geht's dir so? Bester Mann oder was? So.
Okay, hier mal die ganzen Shards abbauen. Sehr schön. Was haben wir da oben gefunden? Das ist, glaube ich, Uran, oder? Das ist... Ne, es ist ein Smaragd. In einer Höhle? Ein Smaragd hier in der Höhle. Machen wir eben eine Fackel. Mitten im Kampf. Weil, wo ist der Smaragd? Hier. Lol. Im Ernst? Im Ernst ein Smaragd? Okay. Okay, damit kann ich leben. So, das lasse ich mal hier. Erde nehme ich dann doch lieber mit. Hier waren doch noch irgendwo, meine ich. Oh, hier sind doch 100 pro noch irgendwo Shards. Bestimmt. Da oben ist der Minenschacht. Und ich möchte auch nicht von meinem Lavabecken weg. Da war ich gerade, oh, hier. Da war ich gerade so schön abbauen. Falle Nummer 1 erstmal entschärfen. Jetzt wird es natürlich hier dunkel. Diamanten! Jawohl! Endlich! Geil. 1, 2, 3, 4. Oh, ich kann ihn nicht aufnehmen. Kacke. Wehe, jetzt kommt ein Creeper. 4 Diamanten schon mal. Nice. 5 Diamanten auf einem Haufen. Sehr geil. Richtig nice. Und was... Ich möchte hier gerade gar nichts wegwerfen. Doch Marble brauche ich nicht. Das brauche ich später. Nehme ich lieber hier Silber mit. Ja, Silber ist gut. Ist das auch Silber? Nee. Alter, ich habe Diamanten gefunden. Ja, die ersten richtig eigengefundenen Diamanten. Und Tin. Und wenn man schon mal hier ist, dann baue ich mir doch direkt gleich erstmal eine Werkbank. Und baue da mal etwas Obsidian ab. Für einen Zaubertisch etc. Oh geil, dann langsam kommen wir richtig rein. Wir brauchen eine Menge Obsidian. Wir brauchen richtig viel Obsidian. Komm, Schnee brauche ich gerade auch wirklich nicht. Nicht so viel. Mhm. Redstone. Okay. Habe ich genug Eisen? Nee, ich kann immer noch Eisen mitnehmen. Mache ich dann auch. Und ich möchte erstmal hier ganz schnell eine Stelle finden, die natürlich für mich sicher ist. Doch die Stelle hier, die sieht gut aus. Hier kann kein Creeper kommen. Hier ist das safe. Sage ich euch jetzt schon mal. Fackel hin. Von hier kann keiner kommen. Von oben auch nicht, wenn ich mich nicht täusche. Nee, nicht wirklich. Zack. Und dann bauen wir hier mal ganz schnell eine Werkbank. Und dann bauen wir die erste Diamantenspitzhacke. Natürlich wäre es gut, wenn wir jetzt schon einen Zaubertisch hätten. Aber egal. Diamanten da. Zack. 3 Stück übereinander. Erde, was? Den brauche ich nicht. Stäbe. Nein, ich habe keine Stäbe gerade. Stäbe. Und da ist die erste Diamantenspitzhacke. Geil. Und mein Steak. Ess ich mal eben ganz schnell. Zack, die Stäbe brauche ich nicht. Erde dann schon eher. Gut, und dann fange ich hier doch einfach mal an und schau mal. Kommt hier drunter irgendwie Lava? Nein, anscheinend nicht. Perfekt. Hier ist eine gute Stelle. Cool. Ja gut, das dauert natürlich ein kleines bisschen. Aber da kann man auch nichts machen. Außerdem geht bald meine Webseite gomhd.de in die Beta über. Wir waren ja immer in der Alpha. Mittlerweile oder bald gehen wir in die Beta. Das heißt, wir haben die ganzen Bugs oder richtig viele Bugs schon mal behoben. Und es kommen noch richtig coole Funktionen auf die Webseite. Wie unter anderem eventuell eine Spielebude. Aber, also wo man dann mit Gommelcoins spielen kann. Aber ich möchte auch nicht zu viel verraten. Was schmeiße ich weg? Komm, ich schmeiße hier. Davon habe ich eh nur einen, das ist doch Verschwendung, ganz ehrlich. Dann nehme ich lieber hier Dings mit, Obsidian, statt einen Block davon. So, das dauert natürlich ein bisschen, 14 Sekunden ungefähr immer pro Block. Wir brauchen, ich kann ja schon mal ausrechnen, wir brauchen auch eigentlich für ein Portal schon mal Obsidian. Wäre ja auch optimal, wenn wir ein eigenes Portal hätten. Deswegen würde ich vorschlagen, für ein Portal brauchen wir 5, 8, dann nochmal 2, 10 Stücke.
Das ist nicht wenig. 10 Stücke Obsidian für ein Portal. Ich habe ja schon mal 4, gleich 5. Dann brauche ich für den Zaubertisch, meine ich, haben die eigentlich irgendwas drauf? Ja, die haben Feuer drauf, lol. Dann brauche ich auch, meine ich, für den Zaubertisch Obsidian, aber wie viele nochmal? Ich glaube 3 Stücke, wenn ich mich nicht täusche. 3 Stücke, ich nehme, ich bin mir nicht ganz sicher. Nicht zu 100%. Ich mache erstmal 10 voll. Dann schaue ich ganz schnell nach. Ich möchte mich hier nicht extra lange noch irgendwie Obsidian abbauen. Kann ich auch jetzt mal eben ganz schnell machen. Zaubertisch. So. Und zwar, wir brauchen, das dauert 3 Sekunden noch. Okay, wir brauchen 4 Stücke. Sprich, 14 Blöcke. Wow, das schaffen wir. Und ich freue mich schon richtig, wenn wir hier eine richtig schön verzauberte, die Waffe haben oder eine richtig schön verzauberte Spitzhacke. Mit Glück und etc. drauf. Und dann noch die Zauberstäbe. Doch, dann haben wir schon allerhand geschafft. Und dann machen wir mit dem Haus weiter. Wenn ich hoffentlich eure Vorschläge schon bekommen habe. Ich nehme gerade am Stück auf. Und guckt euch mal das Höhlensystem an. Krass. Da hinten haben wir, also da wo ich gerade hinschaue in die Richtung im Pfeil. Da haben wir auch anscheinend noch eine Mega-Lava, einen Mega-Lava-See. Aber in der Haupthöhle befinde ich mich gerade schon. Was ich gut finde. Nicht, dass ich hier noch irgendwo mich am Arsch der Welt bewege. Oh nee, ich glaube, das ist nur die Höhle, wo ich schon war. Kann das sein? Da war ich überall? Heftig. Wo ich nicht schon überall war. Voll das krasse Muster. So, 11 Stücke Obsidian habe ich schon. Und wir sind, glaube ich, auch verdammt weit vom Spawn entfernt. Ich hoffe, die Wegpunkte sind noch da. Ja, die sind auch da, okay. Na gut, so weit sind wir auch nicht weg. 780 Meter, das geht noch, klar. 2 Blöcke noch, Leute, 2 Blöcke noch. Dann haben wir es. Dann haben wir ein Portal und einen Zaubertisch. 1 Block noch. It's the final countdown. Na komm schon. Und dann, Dankeschön. Das ist natürlich der Oberhammer. So, und weg hier. Gold nehme ich mit. Meine Spitzhacke ist gleich kaputt, dann nehme ich dann die Diamantenspitzhacke. Okay, gehe ich mal wieder zurück. Kann ich das einsammeln? Ja, kann ich. So, Eisen. Okay, da ist die Spitzhacke kaputt. Das bedeutet, ich kann auch mehr mitnehmen. Oh! Was haben wir hier? Lied. Okay, hier ist irgendwo eine Spinne. Ich lasse mich davon nicht beängstigen. Hier unten haben wir noch Lava. Da vorne ist ein Skelett. Ich möchte nicht getroffen werden. Aua. Und im Minenfisch. Ah, cool. Schatz. Im Minenschacht war ich hier ja noch überhaupt nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das geil. Und hier haben wir, glaube ich, Uran. Endlich. Ja, Uran. Ululu. Und da kommt eine Spinne an. Da kommt eine Spinne an, da kommt eine Spinne an. Lied lasse ich dann doch lieber hier. Dann nehme ich lieber Uran mit. Wer weiß, was ich noch alles machen werde. So in der Richtung. Bam, das war der Special Move. Dann baue ich hier mal ganz schnell ab. Cool, lilane Shards, die sind recht wertvoll. Da vorne haben wir noch mehr. Okay, was haben wir hier noch? Gold. Habe ich noch Fackeln? Ja, habe ich. Cool. Endlich bekommen wir wieder Rohstoffe. Natürlich müssen wir dann besonders aufpassen. Perfekt. Damit, also wir haben hoffentlich jetzt endlich genug Lapis Lazuli, damit wir diese blöden Transmutation-Rezepte alle abhaken können. Das wäre ja wirklich der Hammer, wenn die endlich mal weg wären und wir mal neue bekommen. Neue coole, wie zum Beispiel die für die Zauberstäbe. Und Redstone nehme ich auch mal mit. Oh, da war Lava. Und ich bin Level 30. Geil. Ach, schwimm. Hier haben wir... Sag nicht, das ist Uran, bitte. Jawohl, noch mehr Uran. Oh, oh, ich sehe schon kommen. Ich werde auch ein Atomkraftwerk bauen und meins wird hochgehen. Da könnt ihr euch drauf gefasst machen. Meins würde wirklich hochgehen. Obwohl ich es nicht hoffe. Ich würde dagegen vorgehen natürlich, aber
Man kann bei mir nichts versprechen. Bei mir kommt mal hier und da so ein kleiner Like-Gomme-Moment vor. Und damit muss man dann einfach leben. Haben wir da Lapis? Ja, haben wir. Und wir haben Diamanten. Perfekt. So lässt sich das doch mal spielen. Endlich finde ich auch mal Diamanten. Der Diamanten-Counter kann auch bei mir mal losgehen. Auch ohne Zauberstab. 2. Oh. Ein Glück habe ich vorhin Wasser mitgenommen. So, Diamanten, 5 Stück habe ich gerade auf Tasche. Aber sonst sind hier auch keine anscheinend mehr. Okay, waren jetzt nur 3 Stück. Was heißt nur? Finde ich auch schon eine gute Menge eigentlich. Da habe ich natürlich gerade wieder richtig sinnvoll eine Fackel gesetzt. Genau in der Nähe von der Lava. Ist ja auch hier voll dunkel bei der Lava. Ich wollte doch nur, damit ihr alle was seht. So. Perfekt. Bloß nicht hier verbrennen. Darauf hätte ich wirklich gar keinen Bock. Was ist das hier? Moment mal. Was ist das für ein komisches Wasser? Warte, ich baue mich da mal hoch. Und eventuell kann ich dieses schwarze Wasser an der Quelle abzapfen. Aber wofür braucht man das? Sieht aus wie der Eingang vom Ende. Ich habe gerade richtig Schiss, dass ich gleich irgendwie sterbe. Weil ich da reingehe irgendwie. Deswegen ist Vorsicht geboten. Aha, was habe ich denn hier? Öl! LOL! Ich habe hier eine Öl! Ich kann hier Ölhandel noch mit den anderen später betreiben. Episch. Kann man mit Öl auch Lava löschen? Ja, kann man auch. Na dann. Dann ist das eigentlich recht sinnvoll, möchte ich mal meinen. Okay, ab nach unten wieder. Sterbe ich von Öl? Ich möchte es ehrlich gesagt gar nicht auch richtig ausprobieren. Deswegen baue ich mich hier einfach mal drumherum, obwohl das nicht richtig geht. Oh. Nicht sterben, Gomme. Ich muss aufpassen. Nee, gut. Ich drehe lieber mal um. Aber ich muss mir merken, Wegpunkt. Neuer Wegpunkt. Öl. Geil. Öl kann ich bestimmt später nochmal gebrauchen. Erst recht für Handel und Wandel mit den anderen Spielern. Geschafft. Habe ich hier noch irgendwas? Richtig, richtig wertvolles. Anscheinend nicht. Oder doch? Moment mal, einmal hier Öl hin. Oh Mann, ey. Und ich hoffe mal, ihr wisst alle, wenn Öl brennt, auch in echt, auf keinen Fall Wasser rauf, das ist mein voller Ernst. Wenn Öl brennt, dann ruft die Feuerwehr an oder werft eine Decke drüber. Auf keinen Fall Wasser da reinwerfen. Das wäre wirklich die Katastrophe. Das heißt, wenn ihr mal irgendwie die Fritteuse oder so zu lange gelaufen lassen habt, auf jeden Fall kein Wasser da reinschütten. Kein Wasser in brennendes Öl. Das sollte jeder wissen und ich hoffe, es weiß auch jeder. Gut. Wir kamen vom Minenschacht. Der ist ja da oben. Dann baue ich mich hier mal ganz schnell hoch. Und gehe dann auch mal wieder auf den Heimweg. Ich mache mich auf den Heimweg. Und ich bringe... Oh, Creeper, ich höre hier Creeper. Ich höre es zischen. Oh, Kacke. Oh, shit happens. Boah, wie weit der aber auch von mir wegstand und der hat schon gezischt. So verdammt gemein. Das war so gemein. Und wenn man einen Creeper zischen hört, immer in Bewegung bleiben. Auch wenn man dann natürlich der Gefahr... Alter, was haben wir denn hier für einen Minenschacht? Heftig. Verdammt heftig. Und Spawn haben wir hier. Au, Kacke. Und ich hoffe, wir finden hier noch irgendwie gleich eine Truhe. Aber Shards nehme ich natürlich auch wieder gerne. Oh, kann ich gar nicht mehr nehmen? Doch, kann ich.
Gold. Ich habe schon richtig viele gute Items. Das hat sich richtig gelohnt, wenn ich jetzt nicht sterbe. Wenn ich dann zu Hause bin, kann ich echt sagen, erfolgreich die Höhlentour beendet. Aber noch kann von überall irgendwas passieren. Noch kann von überall uns ein Creeper in die Luft jagen. Und das wäre natürlich der Super-GAU. Waren wir hier schon mal? Das sieht recht ausgeleuchtet aus. Moment. Ja, hier, nee. Hier waren wir auch noch nicht. Wir waren hier überall noch nicht. Krass. Hier haben wir wieder eine schöne Marble-Höhle. Eine dicke Truhe habe ich jetzt zwar nicht gefunden, aber egal. Ich würde aber auch vorschlagen, wir gehen mal wieder auf, wir machen uns auf den Heimweg. Wir haben jetzt genug. Wir müssen nicht jedes Erz aus der Höhle herausziehen. Wir haben wirklich schon mal für den Anfang gar nicht mal so wenig. Eisen nehme ich natürlich gerne mit, solange es noch geht. Okay, jetzt habe ich genug Eisen. Kupfer. Noch einmal schauen, ob ich hier auf einen Blick irgendwo Schatz finde. Habe ich hier nochmal irgendwo einen Schatz? Hier war ich ja eben. Hier habe ich mich noch gar nicht richtig umgeschaut. Aber ich denke, wir haben dann auch den größten Teil erfolgreich abgefarmt. Okay, hier sind noch Skelette und Shards. Aua. Und ich muss mich auf den Heimweg machen. Tut mir leid, Leute. Ich bemerke nämlich gerade, ich kriege Hunger. Und ich möchte auf keinen Fall sterben durch irgendwelche Skelette. Deswegen so schnell wie es nur geht, hier weg. Jetzt bekomme ich nämlich diese panische Angst, dass hier gleich irgendwas passiert, was nicht passieren sollte. Oh, Kacke. Weil ich merke gerade, ich habe keine Nahrung mehr. Und wenn ich jetzt sterbe, ich kann schon gar nicht mehr sprinten, verdammt. Ich muss irgendwas essen. Nein, ich habe keine Nahrung dabei. Ab nach oben heißt das. Auf dem direkten Wege, so nach oben. Da sollten wir natürlich auch aufpassen, dass kein Krawel kommt. Und jetzt heißt es wirklich, Alter, wenn ich hier noch auf dem Heimweg sterben sollte, das wäre möglich, dass ich das schaffe. Das wäre da super, das wäre unglaublich. Aber nee, ich finde ja hoffentlich gleich oben irgendwie noch Schweine. Und es wäre schön, wenn keine Nacht wäre. Da bin ich ganz ehrlich. Das wär wirklich schön. Und ich höre gerade schon Monster. Das macht mir Angst. Ich brauche Stein. Okay, hier kann ich hoch. Oh nein. Oh nein. Okay, es sieht aber hell draußen aus. Also auf der Minimap mit durch den See. Oh nein, ich werde gleich verhungern. Ich werde gleich, kommt der Moment. Ich muss jetzt so schnell wie möglich nach oben. Tageslicht. Ich muss an die Oberfläche. Immer ist es bei mir so verdammt knapp. Halbe Hungerkeule noch. Eine halbe. Und dann geht's schon mit... Ah, ich bin oben, Es ist Tag. Oh nein. Das wird verdammt knapp. Es wird verdammt beschissen knapp. Schweine. Wo finde ich denn hier mal Schweine? Tiere. Schafe brauche ich nicht. Nein. Jetzt kommt gleich der Moment. Pilze, ich könnte mir Suppen machen. Achtung. Oder verliere ich kein Leben mehr, weil ich schon die Hälfte verloren habe. Das wäre natürlich auch sehr toll. Davon haben wir einen Schleim. Oh, geil. Ich hoffe, ich verliere kein Leben mehr. Und ich habe hier anscheinend ein Pilzbiom gefunden. Und Rubber Trees. Nice. Ich muss hier bleiben, Leute. Ich muss hier noch schnell die ganzen Sachen mitgehen lassen. Ich möchte die Setzlinge hiervon haben. Und... Ach Gott. Mein Inventar ist so voll. Ich kann schon gar nicht mehr solche Sachen hier aufnehmen. Aber ich hole mir die gleich. Aber anscheinend... geht das ja. Also mein Leben... regeneriert zwar, also es baut sich nicht ab, aber ich verliere auch keins mehr. Ich habe mich wiederholt, ich weiß. Gut. Rubber nehme ich auch nochmal mit.
statt dem Smaragd. Nee. Was ist nicht ganz so wertvoll? Ich habe nur wertvolle Sachen im Inventar. Ist ja alles wertvoll. Die Fackeln brauche ich nicht bei Tageslicht. Okay. Hier kommen schon die Setzlinge. Die brauche ich auch natürlich. Dafür lasse ich die Diamanten hier Spaß. Dafür lasse ich... Oh, das ist so schwierig, die Entscheidung. Lohnroute, komm, lasse ich hier. Pech. Da kann man nichts machen. Ich möchte auch die Setzlinge auf jeden Fall haben. Und wo war jetzt der Schleim? Der war doch hier, gerade eben irgendwo. Ich habe ihn doch hier doch irgendwo gesehen. Der muss ja noch sein. Und wenn der mich tötet, dann ist Polen offen. Hallo? Ein Schleim kann sich nicht neuerdings in Luft auflösen. Meine ich. Oder doch? Und noch mehr Rubber Trees sehe ich hier gerade. Ah, nice. Und ich habe auch von einem Abonnenten den Tipp bekommen, wenn ich hier den ganzen Rubber abgeendet habe, der kommt wieder. Das heißt, ich muss gar nicht immer den Baum neu pflanzen, damit ich wieder Rubber bekomme. Einfach abwarten. Das heißt, wir können dann eine schöne Farm später noch machen. Das wird noch sehr schön. So. Und den auch. Und zack. Und zack. Gut. Der Schleim ist anscheinend gerade weg. Wenn ich mich nicht täusche. Aber ich... Wo ist der hin? Ist der irgendwo hier gestorben? Also ganz ehrlich. War das irgendwie so ein Gommelschleim? Ich weiß nicht. Er ist auf jeden Fall weg. Über die 7 Berge. Na gut, wo liegt denn die Stadt? Die Stadt liegt da vorne. Ich hole mir ganz schnell nochmal ein paar Setzlinge. Und dann machen wir uns auch schon wieder auf die Heimreise. Verstauen die ganzen Sachen in der Truhe. Und dann haben wir wirklich viel geschafft. So, ihr Setzlinge, hier liegt ihr ja. Ah, cool. Dankeschön. Hier auch noch einer. Perfekt. Und hier drüben waren ja auch nochmal welche. Hier irgendwo. Hoffentlich. Habt ihr mir welche gedroppt oder wart ihr gemein zu mir? Sie waren gemein. Okay, ich verstehe. Egal, ich habe jetzt 5 Stück. Das reicht erstmal an Setzling von den Rubber Trees. Dann ab in die Stadt. Ab nach Hause. Ich hoffe, mir läuft nochmal ein Schwein über den Weg. Damit ich Leben regenerieren kann, ja genau. Ich könnte natürlich mir auch gerade hier Pilzsuppen machen. Aber ganz ehrlich, nee. Nee, einfach nee. So, hier haben wir nochmal Setzlinge. Und ich erinnere mich, von hier sind wir ja auch gekommen. Und ja, schauen wir doch mal. Was eigentlich auch mal interessant zu wissen wäre, ob man aus Öl eine hier unendliche Quelle machen kann. Ich meine, mit Wasser geht das ja, aber ob das auch mit Öl geht? Wäre bestimmt richtig cool. Das wäre wirklich der Hammer. So. Ich näher mich langsam meinem Zuhause und hier ist ein Schleimball. Aber für einen lohnt sich das ganz ehrlich nicht. Dafür packe ich keine wertvollen Sachen weg. Und hier haben wir auch nochmal eine Ölquelle. LOL! Aber zum Glück weiß ich mittlerweile, dass das Öl ist. Und nicht irgendwie ein Grafikbug. Hätte ja auch sein können, rein theoretisch mal betrachtet. So. Ich werde mir dann, denke ich, in der nächsten Folge ein Portal bauen und den Zaubertisch. Diamanten habe ich auch genug für den Zaubertisch. Bücher habe ich auch. Leder habe ich eventuell zu wenig. Eventuell auch für die anderen Rezepte. Aber was soll man machen? Und hier haben wir auch nochmal Rubber Trees, glaube ich. Oh, Alter, wir haben ja hier überall welche. Ich war jetzt noch am Anfang. Da habe ich mich blöd, dumm und dusselig gesucht, weil ich nie einen gefunden habe. Und jetzt mittlerweile finde ich hier überall welche. Kann ich das eigentlich hier etwas beschleunigen mal mit dem Abbauen? Ein Setzling, komm, dann bin ich zufrieden. Da hau ich ab. Jawoll. Und weiter geht's. Mein letzter Todespunkt. 1000 Meter von hier weg. Echt unglaublich. Mann, warum bin ich einmal in der Hölle gestorben? Das war recht blöd, der Tod. Der war richtig ärgerlich. Und dann noch ärgerlicher war der mit der Lava. Na gut.
was soll man machen? Gehört einfach mit dazu. Ist einfach so. Muss ich mit leben. So, 400 Meter, die Hälfte habe ich schon geschafft. Vom Heimweg. Langsam aber sicher geht's nach Hause. Die Sonne scheint ja auch. Oh ja. Ah nee, aber die geht auch schon bald wieder unter. Oh, Kacke. Und das bedeutet Monster. Und in der Wüste spawnen ja immer besonders viele Monster. Oh nein. Und die Nacht kommt immer besonders schnell. Und ich muss auch durch den kompletten Dschungel. Oh, oh, oh. Wird interessant. Wird auch richtig interessant. Ob ich das hier schaffe. Wetten können genau jetzt in den Kommentaren abgegeben werden, ob ich es lebend nach Hause schaffe oder nicht. Kuh. Ich muss dich da stehen lassen. Tut mir leid. Ich muss jetzt wirklich direkt nach Hause. Kann ich echt nichts mehr essen? Nein, kann ich nicht. Oh nein. Schwein. Habe ich irgendwo ein Schwein? Eventuell finde ich noch ein Schwein irgendwo. Oh nein, oh nein, oh nein. Auch hier haben wir eine Ölquelle. Ein Gehirn vom Zombie. Alter, wird das knapp. Boah, wird das knapp. Oh, oh, oh. Ich habe jetzt schon Schiss. Denn langsam können schon die ersten Monster wieder spawnen. Oh. 250 Meter noch. Komm. Och man, warum haben wir hier so viele Schafe eigentlich? Hier ist schon ein Kreuz aufgebaut, da werde ich gleich wahrscheinlich auch sterben. Eieiei, ein Portal. Es sieht nach Bevölkerung aus, aber ich höre auch schon wieder Zombies. Ich höre Zombies und das ist gar nicht gut. Das ist verdammt schlecht. Ich denke aber, ich schaffe es. Die ersten Grundstücke wieder, jawohl! Ich bin wieder daheim, in meiner Heimat, in der Stadt. Sehr schön. Und wer hat da denn Portalen gebaut? Ah ja, okay. Ich dachte, das hat jemand einfach so in den Wald gesetzt. Na gut. Aber wo sind wir hier gerade? Ich kann mich gar nicht recht orientieren. Hier sind wir, glaube ich, bei... Wer haust hier? MC Expert. Ah, okay. Er macht ja auch neu mit. Hat auch schon anscheinend eine Menge gemacht. So, das Baumhaus von Simon wird ja auch mittlerweile da was. Da hat er irgendwas mit Erde gemacht. Okay, nice. Und mein Haus wird auch langsam was. Na, wunderbar. Läuft doch alles. Es läuft doch. So, willkommen. Whoop, 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 whoop. Whoopan Gomez-Style. Na, Zombie, ich hab's geschafft. Ich bin lebend hier nochmal angekommen. Lebend bin ich hier zu Hause angekommen. Ist immer toll, ne Leute, wenn man zu Leben zu Hause ankommt, wenn man von der Schule lebend wieder nach Hause kommt. Ist immer ein tolles Gefühl. So, ich gehe direkt schlafen, dann meine Sachen verstauen und dann haben wir schon wieder eine Menge geschafft in der Folge hier. Wirklich krass, was alles wieder mal möglich war hier in der Folge. So. Das kommt hier rein. Das kommt da rein. Ich brauche mehr Öfen. Ich warte mal, ich kann ja mal die... Nanu? Nanu? Ich würde vorschlagen, die Öfen, Portale, Zaubertisch. Mache ich alles in der nächsten Folge. Dann würde ich für die Folge hier... Dann habe ich dafür auch auf jeden Fall noch was zu tun. Macht einfach nur so viel Spaß. Ja, Leute, ich hoffe mal, es hat euch gefallen. Wir haben ja wirklich jetzt endlich mal eine richtig erfolgreiche Höhlentour gehabt. Ja, und dann haut rein, bewerten nicht vergessen und tschö mit Ö.